Tag Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei Wolfenstein The Old Blood. Ja, wir wurden von den Nazis gefangen genommen. Wir stehen vor den großen Türen von Burg Wolfenstein und wie es sich gehört, wollen wir natürlich auch da rein. Aber es gibt nur einen Weg und das ist frontal durch. Und wir haben schon den einen Schalter benutzt, aber es fehlt natürlich ein zweiter. Deswegen gehen wir jetzt diesen Weg in der Hoffnung, dass das hier ist. Wissen du mal es nicht. Was ist denn das? Pistole, Hammer. Okay. Einmal Strom umleiten. Oh. Okay. Oh, Dead End oder was? Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Wollen wir doch einmal sehen. Nazis wollen wir kloppen. Das war ja clever. Blaskowitsch, das war ja klar. Okay. Wollen wir erstmal eine ruhige Kugel schieben. Wie man so schön sagt. Zack. Das ganze Hirn der Geburt. Oh, neue Waffe. Der Bombenschuss. Da oben haben wir ihn. Gut, Nummer 1. Von den Generälen. Einer ist hier drüben. Und zack. Ausgeknipst. So, vielleicht klappt es zum ersten Mal, dass ich hier sneaky vorgehe. Das wäre ja mal was. So, der ist da drüben. Scheiße, der lebt noch. Okay, sie wissen, dass wir da sind. Die Frage ist, ist überhaupt noch wer da, der es petzen kann? So. Ich würde mal sagen, das war das erste Mal, dass es funktioniert hat, dass wir hier unseren Sneaky-Modus reingehauen haben, oder? Das zählt. So, wir haben einen Schlüssel bekommen. Was haben wir hier Schönes? Ah ja, die Ente abgeknallt. Endgut, alles gut. So, hier haben wir schon den ersten abgeknallt. Direkt zwischen den Kisten. Zack. Dann nehmen wir gleich mal mit. Gleich mal eingesackt. Ah, ich finde das so geil, das Level-Design. Da haben sie sich ja so schön an den ersten Leveln von Return to Castle orientiert. Das ist ja wirklich sagenhaft. So. Komm, noch ein Helm. Ihr habt ja so viele Helme versteckt. Oh. Munition geht natürlich auch. Oh. Alles voll. So. Okay. Es geht unten lang. Ah ja, den Schlüssel. Da haben wir ihn. Ist nicht links rum zu eigentlich? Naja, gut. Da komme ich doch rüber. Schade. Wäre auch zu cool gewesen, oder? Hätte man jetzt hier in irgendeiner Form schon direkt einen Geheimgang entdeckt. Ja, du liegst direkt neben dem Mädchen. Da wirst du auch immer liegen bleiben. Du Alter. Oh. Hühnchen. Scheiße, keine Granate mehr, ne? Das alte Problem, wieder alles vorher rausgebratzt. Was ich auch sehr, sehr cool finde an dem Shooter-Gameplay, dass man nicht immer über Kim und Korn zielen muss, sondern dass man auch relativ gut trifft. Modriges Holz. Oh, modriges Holz. Das sind gute alte Eichenfässer. Erstmal einen schönen Portwein kloppen und dann noch einen Whisky nachkippen. Und nächsten Morgen hat man den Schädel des Jahrhunderts. Absolut. Und dann wird man sagen, nie wieder Alkohol. Aber wir wissen alle, wie das ausgehen wird. Wir wissen es alle. Nächsten Tag hängt man wieder hier unten fest. So. Oh! Uiuiui. Ui. Mehr Glück als Verstand, würde ich mal sagen. Oder das hätte auch böse enden können. Hätte ich vielleicht auch mal gucken können, wo ich hier ende. Geht's hier nicht raus, oder was? Da lang? Okay. Das kam unerwartet. Ich meine, im Hauptspiel sind wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo. Oh.
Komm mal her. Hab was für dich. Da, neue Anweisung vom Führer. Alter. Gibt's nicht wirklich solche Kryptas unter Paris? Gibt's da nicht wirklich sowas? Es gibt zumindest so einen Film, wo direkt unter Paris auch diese so Tunnelanlagen sind, wo ganz viele verscharrt wurden damals. Damals, früher. Also vor mindestens 20 Jahren. Legen Sie mal bitte hin. Was soll denn das? So, was haben wir hier Schönes? Notiz von Helga. Muss diese Inschrift auf dem Sarkophag übersetzen lassen. Oh Gott, ist das wirklich... Ist das wirklich dann so wie bei Wolfenstein Return to Castle, dass hier wirklich Zombies kommen? Das wäre natürlich übel. Nochmal ganz kurz gucken. Wir haben die Schrotflinte. Alter, ich guck gerade erstmal, ob ich eine Schrotflinte habe. Du willst mich verarschen. Du Kasper. Mann! So, warte mal hier. Was ist denn das für eine geile Donnerbüchse? Oh nein, das wollte ich natürlich nicht. Das sind neue Waffen. Da probieren wir doch mal aus. Was kann das denn? Opa! Das kann was. Das kann was Böses. Das kann Köpfe explodieren lassen. Da bist du ja wieder, mein kleiner Freund. Ob du es glaubst oder nicht, ich hab von dir geträumt. Oh, die Wumme ist härter als Stahl. Die ist böse. Die ist richtig böse. Die gefällt mir. Zur Zentrale, okay. Dach. Ich würde mal sagen, den habe ich auf jeden Fall zentral getroffen. Ist vielleicht gar nicht so gut, dass ich die ganze Munition hier direkt rausballere von dieser Wunderwaffe, oder? Wow, Mann, erschreckt mich doch nicht so. Wenn das Tutorial mich schon erschreckt. Ich nehme mal lieber die Wumme. Ich habe das Gefühl, ich sollte die andere wirklich ein bisschen aufheben. Weil die hier wirklich alle one-shottet. Das ist ja mega nice. Weil die Trottel, die kriege ich auch so. Und ist es tief? Boah, geil. Da frage ich mich immer, was war zuerst? Die Nazis haben die Schloss Wolfenstein gebaut? Oder ist das wirklich so ein altdeutsches Schloss? Mit ganz vielen Geheimnissen. Aber ich vermute mal, ja, das ist so ein altdeutsches Schloss und hier sind irgendwelche Geheimnisse drunter. Hör mal auf, hier so rumzuplärmen. Was soll denn das? Du verrätst mich noch. So, ein bisschen Munition. Nehmen wir mal alles mit. Das ist auch cool gemacht, ne? Einfach mal so ein neues Feature reingebaut. Ich meine, es ist einfach nur eine fucking Blechstange. Aber dass das so cool gebaut ist hier. Ich meine, das sind keine Rätsel oder so, aber es ist echt irgendwie. Es ist was Frisches. Es gefällt. Okay, da oben, da ist der General. Aber es sind natürlich wieder zwei. Am liebsten würde ich den hier schon ausschalten. So, wie komme ich an dein Köpfchen ran, Freundchen? So komme ich ran. Okay, brauche ich nicht. So, General, General, wo bist du denn? Es liegt ein Generalverdacht gegen sie vor. Okay, der ist im Nebenraum, oder wie? Der ist ein bisschen weiter weg. Oh, der hat die geile Waffe. Okay, jetzt rechts. Da müsste direkt stehen. Wo bist du denn, du Penner? Ich wollte gleich mal wieder den Wein mitnehmen. Prioritäten setzen im Leben. Zack. Sehr geil. Und eine Granate. Okay. Will ich da runter? Ja, ich habe irgendwie jetzt nicht das Bedürfnis, da runter zu springen. Okay, ist nichts, oder? Aber ist das vielleicht...
Korrekt? Scheiße. Aber hier waren wir doch schon, oder nicht? Jetzt mal ehrlich, nee, hier waren wir noch nicht. Das ist nur ähnlich aufgebaut oder was anderes. Aber cool, ich denke, wir haben alle ausgeschaltet. Ah, nee, ja, natürlich. Da drüben kamen wir gerade her. Alles klar. Alles klar, hab's begriffen. Cool. Jetzt will ich aber nochmal da runter gucken. Wo waren das gerade? Hier, was kann ich denn da noch finden? Du hast einen geheimen Bereich entdeckt. Ja, wunderbar. Ich hatte aber erstmal Angst, in den reinzuspringen. Hätte ja auch nach hinten losgehen können, ne? Ah ja. Okay, Leute, ich muss eine kurze Pause machen, aber ich bin in wenigen Sekunden wieder da. Puh, so, da sind wir wieder. Die Waffe nochmal schrubben und dann geht's hier natürlich weiter. Okay. Ein Artikel im Museum wollen wir nicht wissen, ist uns egal. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken, haben wir sogar das Stückchen Gold gefunden? Festhalten. Es geht los. Zack. Ganz ehrlich, es ist simpel gemacht, aber es sieht einfach cool aus. Oh, oh. Wen haben wir denn da oben? So, Freundchen. Ja. Du hast zuerst geschossen. War spektakulär. Ui, geil. Bombenschuss, Zielfernrohr. Sehr cool. Okay. Okay. So. Dann machen wir doch mal das Burgtor auf. Oh yes, Leute. Eigentlich geht's jetzt erst los, ne? Jetzt geht's erst richtig los. Wir sind endlich angekommen. Burg Wolfenstein. Öffnet die Pforten. Die Pforten der Hölle. Dort, wo einst alles begann. Dort, wo wir eingedrungenen... Aua! Was soll denn das? Oh, warte mal. Ich habe aber auch wieder die falsche Taste gedrückt. Boah, Sack. Trottel. So, next one. Ich hab dich gesehen. Okay, wird so nix. Bitteschön. Penner. So, uiuiui, das Ganze haben wir gebatscht. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen brutaler als das Hauptspiel, oder? Es ist noch mehr Spratz drin. Sehr gut. Oh, ey, ich liebe die Headshots. Echt, ui. Warte, dich mache ich so platt. Schöne Granate. Nützt dir auch nichts. Der Tod ist dir sicher. Ist der tot? Bist du heimlich gestorben da hinten? Boah, ich bin so gespannt, was da drin wartet, ey. Die sind ja gerade alle raus hier ran. Aber ich habe das Gefühl, da lauert noch so viel mehr. So, nochmal alles durchladen, was nur geht. Wäre eigentlich clever gewesen, erst mir die rechte Waffe voll zu machen, aber wer bin ich dir, das zu sagen? So, ich werde jetzt einmal die Schrotflinte wieder einhändig nehmen. Damit ich nicht zu viel Munition rausbratze. Fallgitter. Boah. Würde mal sagen, gute Sicherung. Fallgitter. Irgendwie alles Fallgitter. Bisschen Medipack brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, dieser Raum hat irgendein Geheimnis, oder? Hier ist bestimmt noch irgendwas, was ich entdecken kann, was ich gerade irgendwie übersehe. Warum sollten sie diesen Raum hinmachen? Na gut. Öffnen wir mal die Pforte zur Hölle. Kapitel 3. Burg
Wolfenstein, wir sind angekommen. Die Frage, die sich stellt, ne, warum gibt es draußen ein Gatter, was sich von außen öffnen kann, ist ja wohl nicht dafür da, dass... Genau, ist ja wohl dann nicht dafür da, dass man sich in irgendeiner Form hier... So, gleich erstmal ein Boss. Okay, Mac Johnny Mac Johnnenberg. So. Danke. So, der ist hier weg. Gibt's hier irgendeinen anderen Weg noch? Komm ich hier raus? Ist der scheiße. Hier ist nichts. Dann hilft doch eins. Ah, da hinten das. Na, sag das doch. Ah, man hat ihn, den Dosenknacker. Eieiei. So. Okay. Ich sehe sein Herz pulsieren. Mann! Heilige Scheiße! Ah, der war gut. Der hast du hier drauf. Yes! Gib mal her, die Knarre. Oder gehst du hoch? Das war meine Befürchtung, ne? Dass der hochgeht. Aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass ich hier noch irgendeinen Stealthy-Scheiß machen muss. Irgendwie, dass ich nochmal mein Rohr in ihn versenken muss. Oh Gott, warum habe ich das gesagt? Ich habe, während ich es gesagt habe, habe ich schon gemerkt, wie schlimm es klingt. Aber ich habe ihn besiegt. Nächste? Nächste bitte. Boah. Ich würde mal sagen, die wissen, dass wir kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die verlieren ziemlich schnell den Kopf, die Johnnies. So, da bin ich noch scheiße. Klopf, klopf. Nur Sicherheitsdienst. Also ich nicht lache. Ich bin der Sicherheitsdienst. Ich bin der Sicherheitsdienstbeauftragte. Auch gerade nervt mich diese Knarre so dermaßen, weil ich so langsam unterwegs bin. Aber ich glaube, den einen oder anderen Nazi werde ich damit noch besiegen können. Deswegen nehme ich das natürlich mit. So. Okay. War heftig. Sehr schön. Oi. Meine Herren, das hat sich definitiv gelohnt, oder? Ich wusste doch, dass ich die Knarre noch brauchen werde. Und, kommt da noch wer? So. Haben wir hier hinten noch was? Guten Tag. Schaufensterpuppe Nummer 3 ballert aber jetzt heute zurück. Sehr gut. Schön runtergesprungen. Während des Sprungs das Bein verloren. Aber nicht wie seine Kollegen den Schädel. Oh shit. Fucker. So, Achtung Granate, genau da war sie. Danke fürs Reinlaufen. Ey, ganz ehrlich, das Spiel zieht ordentlich an. Das finde ich ja sowas von nice. Das ist ja sowas von cool. Das ist ja sowas von geil gerade. Ich höre doch hier irgendwie Gegner ständig. Scheiß Granate. Schieß doch, Johnny, Alter! Da holt er sein Rohr raus, poliert das noch ein paar Minuten, um dann festzustellen, dass das Rohr gerade... Alter, leck mich doch am Boden. Wer war denn das hier? Wer schmeißt denn hier die Eier durch die Kante? Lecko, Fanto. Muss ich vielleicht den Alarm mal ausmachen? Das sind mir gerade ein bisschen zu viele Gegner. Danke. Limit erreicht. Was ist das eigentlich? Für ein dicker Sack, der da liegt.
Ich hau da immer meine Pranke rein und freue mich, dass da was drin ist, aber ich weiß gar nicht, was ich rausziehe. Okay. Get it! Okay. Ah. Mann, warum kann ich dich nicht messern? Warum kannst du das, aber ich nicht? Okay, jetzt ist es soweit. Nimm die Knarre jetzt. Stirb, du Drecksau. Oh. Da muss ich durch. Durch die Granate muss ich jetzt durch. Nein, 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 nein. Ich werde jetzt hier nicht weggehen. Ich werde hier nicht weggehen. Komm. 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 Trottel, und du kommst auch noch. So, das Ding nehmen wir mit hier, ne? Das nehmen wir mit. Sehr schön. Der Alarm hört auf. Ich glaube, das soll mir signalisieren, jegliche bösen Schergen wurden eliminiert. Alter, geil. Ganz ehrlich, ich fand den Schleichabschnitt ganz am Anfang nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, ich fand den sehr atmosphärisch und cool. Aber das jetzt hier, das ist ja sowas von cool. Das ist ja sowas von geil. Richtig schön oldschoolig Burg Wolfenstein. Jawoll. Richtig viele Gegner von vorne. Und ich hoffe, es kommen hier nochmal richtig cool animierte, fette Supersoldaten, Zombies. Ey, ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist ein DLC. Man kann natürlich jetzt nicht so viel mega Neues erwarten. Aber bis jetzt bin ich absolut geflasht davon. So, wir gehen mal hier drüben lang. So, auf damit. Ja, damit. Nehmen wir wieder mit die 250 Schuss. Da freut sich doch noch ein Nazi. Burgeingangshalle. Ah, toll. Das war das schon. Man könnte ja auch die Knarre erstmal hochwerfen, ne? Oh Gott. Ich habe ein ganz übles Gefühl. Da hinten haben wir. Scheiße, die können mich auch in der Animation treffen. Das war mir so nicht bewusst. Oh, leck mich doch am Arsch. Okay, das war's. Okay, Leute, das war's sowieso für heute. Ich wollte die jetzt ganz schnell messern und dann die dicken Doppelschrotflinten rausholen. Stellt euch das vor. Und dann werden wir feststellen, dass das so nicht funktioniert und das nächste Mal mit einem richtig durchdachten, coolen Plan herangehen und auch diesen wunderschönen Weinkeller nazifrei machen. Denn dafür stehe ich mit meinem Namen. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Deswegen abonnieren, like nicht vergessen. Bis dann, euer von Förderfranz, direkt von der Front aus Burg Wolfenstein.